Hey Leute, willkommen zurück zu Dark Souls 3 und willkommen zurück in Irithyll, denn mich lässt das alles nicht so los. Ich glaube, ich habe hier noch nicht alles abgesucht, deswegen gehen wir ganz kurz noch mal etwas zurück auf einen kleinen Exkurs. Warte mal, war ich hier schon? Warte mal. Ich glaube, ich war hier noch gar nicht. Kann das sein? Ah, nee, da vorne liegen noch Items. Alles klar, da bin ich hier. Oh. Oh! Die Spideys sind wieder da. Moin! Eieieiei. Nicht spucken, Kleines, ja? Bah, seid ihr ekelhaft. Oh Gott, das war ein super toller Schlag. Hau bloß ab, Mensch. Nee, alles klar, dann habe ich hier noch was übersehen. Ein Jauchoküchlein. Zack. Ekelhafte Scheißviecher seid ihr. Ekelhaft. Und da geht eine Treppe rauf. Wow, Leute. Ich habe hier so viel übersehen. Was ist da los? Bin ich so nachlässig geworden? Oh Gott. Ja, schrei doch mal ein bisschen. Tut dir gut. Boah. Alle erledigt. Die Asche von Greirath. Wo ist es denn? Die Asche von Greirath ist wahrscheinlich ein Schlüssel. Ja. Ermöglicht Erwerb neuer Gegenstände bei Schreindienerin. Schattenasche von Greirath aus der Untotensiedlung. Ermöglicht Erwerb neuer Gegenstände bei Schreindienerin. Greirath war ein Dieb, der sich für einen Rächer der Armen hielt. Das führte dazu, dass er die Mauer erklomm. Ja, und dort starb er wohl. Haha. Pech, Greirath. Erinnert mich so ein bisschen an unseren anderen Freund. Mit der... Oh, und exkrementbedeckte Asche. Geil. Wird ja immer köstlicher hier. Ja. Ermöglicht Erwerb neue Gegenstände bei Schreindienerin, möglicherweise. Unreine Schattenasche mit Exkrementen überzogen. Ermöglicht Erwerb neue Gegenstände bei Schreindienerin, möglicherweise. Ach, das süße beißende Aroma noch einmal zu genießen. Bäh. Ja toll, das ist Kacke. Das ist ja Stuhl. Da ist doch was im Kelch. Estus-Suppe trinken. Oh, sehr gut. Im Kelch sage ich schon, im Kochtopf. Etwas Estus-Suppe. Wunderbar. Nee, gut, dann... Das habt ihr mir wahrscheinlich auch in die Kommentare geschrieben, aber ich hab's nicht gelesen. Weil ich bin ja schon viel weiter zu dem Zeitpunkt. Sowieso. Immer schön alles auf Secrets abprüfen. Ist aber nichts. Na cool, vielleicht komme ich jetzt hier noch ein bisschen weiter in Irithyll. Oha. Ist das etwa wieder ein schwarzer Ritter? Der hat ein Langschwert. Ist das cool oder ist das cool hier, Mensch? Trotzdem will ich die ganzen Wände mal einschlagen. Auch wenn es sehr cool ist. Oh, der Teppich, das ist eine Stolperfalle. Und seht mal. Er schaut sich das Bild an. Unserer Freundin mit den riesen Hupen. Oh. Oh, Kacke, der hat einen Drachenjägerbogen. Einen Drachentöterbogen, besser gesagt. Oh nein. Ich habe einen Pfeil im Kopf. Das tut weh. Ach komm schon. Warum kann ich die nicht mehr parieren? Oh scheiße. Oh scheiße. Warum bin ich so schlecht? Hier viel zu spät gerade.
Was ist denn los mit mir? Was ist nur los mit mir? Ja, so geht's doch. Sind das jetzt schwarze oder Silberritter? Göttlicher Segen. Die Estus-Suppe ist jetzt leider leer. Die hätte ich mir mal aufheben sollen. Mensch. Der Penner da oben. Wow. Gwinnewehr. Oh, wenn ich wehr, dann Gwinnewehr. Schießt er immer noch. Kumpel, dir ist schon bewusst, dass ich schon längst durch die Tür durch bin. Und immer noch einen Pfeil im Arsch stecken habe. Mann. Guck mal, was für ein riesiger Pfeil in der Arschbacke. Aua. Oh, der geht nicht weg. Leute, die ganze Zeit mit so einem Pfeil in der Arschbacke. Also ich könnte da nicht mehr laufen, du. So gar nicht. Also jetzt mal, guck mal, wenn ich rolle, ist er, ja, dann sieht man nur den Pfeil. Okay, da okay. Ach, jetzt kommen auch noch Hunde. Fantastisch. Was, was, was? Bleicher Schatten von Londor ist eingefallen. Ach, guck mal, der hat so ein Schild. Oh Gott, nein. Dich jetzt noch töten, ja? Mannequin-Clown. Ach, seht mal da, das sind die aus der Irdenspitze von den Männchen. Diese Männchen ohne Kopf. Die Waffe der bleichen Schatten der schwarzen Kirche von Londor. Ihre gebogenen Klauen bewirken schlimme Blutungen. Wird diese Waffe zweihändig geführt, liegt in jeder Hand eine Klaue. Ein Schnellschritt ermöglicht einen sofortigen Schritt hinter oder neben den Gegner, besonders effektiv bei Fixierung auf das Ziel. Wahrscheinlich brauche ich dafür mehr Geschicklichkeit, aber ich schaue es mir mal an. Da. Nein, brauche ich gar nicht. Ich hab's sogar. Krass. Die skalieren sogar mit beidem. Normaler Angriff. Schwerer Angriff. Alles klar, jetzt nehme ich sie mal in beide. Normaler Angriff. Wechselt. Natürlich schlägt man damit rechts zu. Schwerer Angriff. Und jetzt. L1, also quasi. Der Doppelangriff mit Dual Wielding und der Spezialangriff. Sieht ja ulkig aus. Was sagt denn meine Belastung eigentlich? 71. Ne, da muss ich sie leider ablegen. Sonst hätte ich sie mal getestet jetzt. An einem Gegner. Ach, da bist du. Du bist wieder so ein Unsichtbarer. Oh, du bist aber reingelaufen. Au. Scheiß Viecher, Mensch. Dumme Hunde. Nein. Kann es ja gar nicht sein. Überall diese Hunde, die sie wiederbeleben. Habt ihr gesehen? Die sind erst tot und dann. Zack. Sind sie auch ganz tot. Und da ist ein Aufzug, wie es aussieht. Das scheint ein Aufzug zu sein, ja. Krasse Sache, was mir jetzt alles entgangen wäre, wäre ich noch nicht nochmal zurückgegangen. Ach, und seht mal, hier komme ich wieder dahin. Cool. Da oben ist die Kapelle, wo ich rasten kann. Ja, sehr geil, das. Ich habe schon wieder 31.000 Seelen. Das wird mal an der Zeit, dass ich die irgendwie investiere. Aber noch nicht, Freunde, noch nicht. Jetzt bin ich schon mal hier.
Guckt euch das mal an, wie gut das aussieht. Meine Güte. Ist es geil oder ist es geil? Hallo? Aha. Große Titanitscherbe. Sehr gut. Ich bräuchte mal ein paar mehr Brocken für mein Schwert hier. Für mein Claymore, dass ich das vielleicht irgendwann mal auf plus 10 bekomme, weil das ist mittlerweile so meine Lieblingswaffe geworden. Ein blutiger Edelstein, ah ja. So. Der horizontale Swing doch ein bisschen besser hier. Nein. Nein. Warum bekomme ich hier Eis ab, sag mal? Es pustet so kalt aus den Vasen hier raus. Das ist ja unglaublich frech. So. Ich muss sagen, das Gebiet gefällt mir an sich, aber mir gefallen nicht die Gegner, die hier kommen in Irithyll. Irithyll. Oh, ich höre schon wieder irgendwas da oben. Oh, ich weiß doch, dass ihr das wieder seid, ja. Genau. Arsch. Arschkrapfen. Komm schon her. Oh, eine Nebelwand. Alles klar. Hätte ich vielleicht doch nochmal vorher rasten sollen. Oh nein. Oh Gott, nein. Oh, wisst ihr was? Hup, hup. Ring des Sonnenerstgeborenen. Ja, und ich weiß, dass dort so einer von den Arschbacken steht. Verstärkt Wunder enorm. Der Ring des Erstgeborenen der Sonne, der das Licht des Fürsten Gwyn erbte. Er verstärkt Wunder enorm. Der Erstgeborene der Sonne war ein Gott des Krieges, bis ihm seine Göttlichkeit als Strafe für seine Torheit entzogen wurde. Es ist kein Wunder, dass sein Name in Vergessenheit geriet. Sam! Blöd Arsch. So mach ich's mit all denen, die mir auf den Sack gehen. Du zuallererst. Ach nee, oder? Die hätte ich wahrscheinlich noch öffnen können, die Tür. Na warte, dann gehe ich da nochmal runter. Noch ist ja alles tot hier. Nee, das war ein zweiter, oder? Oh ja. Hexchen. Hexen ist wieder da. Nope. Oh Gott. Nope, nope, nope. Kein Bock auf dich. Kein Bock auf dich. Jetzt müssen wir ja sowieso hier lang wahrscheinlich. Deswegen kann ich nochmal hier hochgehen. Da jetzt alles befreit ist von Gegnern. Und mal sehen, ob ich da die Tür öffnen kann. Um mir einen Rückweg zu öffnen. Denn dann muss ich hier nicht nochmal überall durch. Das kann nämlich unter Umständen ganz schön stressig werden. Vermute ich mal ganz stark. Oha, du bist ja ein hässlicher Humpen. Alle beten. Ein Rufsymbol?
Schwarzhand Gotthard kann ich hier beschwören. Nee, lass mal. Das ist hundertprozentig eine Bosstür. Das kann ich euch flüstern. Das ist so offensichtlich. Es kann einfach nichts anderes sein. Aber ihr wisst ja, mein Credo ist, dass ich erstmal alles alleine versuche. Und auch schaffe im Endeffekt, denn Phantome, das... Nein, das... Nein, nein, nein. Das lassen wir. Das ist nicht meins. Oh ja. Ich wollte das Schwert gerade mal in eine Hand nehmen, um dieses hier machen zu können. Oh, die Beinchen weg. Eine Glut. Die tut so gut, diese Glut. Ah, seht ihr mal, jetzt habe ich mir einen Rückweg geöffnet. Da muss ich gar nicht mehr hier überall durch. Nur noch diese zwei Spinner da oben erledigen und dann war es das auch. Guck mal hier, ist einfach perfekt. Einfach perfekt ist das. Einfach perfekt. Guti, dann hole ich mir jetzt erst nochmal ein Level up oder zwei. Eins wird auf jeden Fall reichen. Ja, und dann gehen wir mal dahin. Da zum Tor. Ich wette mit euch, da ist ein Boss drin. Und ich bin schon gespannt, was für einer das ist. Wahrscheinlich einer, der mir ganz schön den Arsch aufreißt, weil ich finde dieses Gebiet jetzt wieder nicht so ganz nach meiner Fasson. Das ist etwas, was mir nicht so liegt. So. Oh, wenn ich überlege, was ich alles noch an Seelen in der Tasche habe. Wir nehmen mal... Belastbarkeit und Kondition. Und ich werde mal die ganzen Items abgeben. Und zwar die Asche von Greirat. Passing fine ash thou hast given. And awfully warm. Almost as if it had lived mere moments ago. Oh, forgive an old woman's idle prate. I'm sure an ashen one such as thee would never indulge such base contrivances. Ja, ja. So, was hast du denn alles Schönes? Du hast... Oh, Titanit-Schuppen hat sie jetzt. Ach, du Elend. Und Funkeltitanit. Keinen neuen Schlüssel? Kerzenhalter des Gelehrten. Einst ein Kerzenhalter mit Elfenbeinschuppen der Gelehrten aus dem großen Archiv. Er diente als Wegweiser und Werkzeug zur Selbstgeißelung. Noch heute können die Träger dieser Waffe von seinen zauberverstärkten Eigenschaften profitieren. Langschwert Skimitar, Großschwert des Lothric-Ritters. Das Ultra-Großschwert der ehrwürdigen Ritter von Lothric ist von der Kraft der Blitze erfüllt, dem Zeichen der Drachenjagd. In der Geschichte der Ritter von Lothric gab es nicht viele mit genug Kraft und Geschick zum Führen dieser Waffe. Stampfen. Alles klar, das kennen wir schon. Zwei Hände. Oha, das hat echt Blitz drauf. Und es skaliert noch mit Stärke und Geschick. Geil. Ich glaube, das sollte ich mir mal kaufen bei Gelegenheit. Definitiv. Krummaxt, Glewe. Oh, Großschild der Lothric. Oder des Lothric-Ritters. Großschild der berühmten Ritter von Lothric. Er ist mit einem heiligen Symbol verziert. Die Ritter bildeten die Garde der Hohepriesterin und trugen mit dem Segen der Priesterin geweihte Großschilde wie diesen, die ihnen hohen Schutz gegen Magie boten. Aschen. Okay, aber bevor wir jetzt hier weitermachen mit den Items, will ich nochmal einen Versuch... Ah, entschuldigt. Einen Versuch will ich noch wagen. Am Boss. Denn ich werde jetzt sowieso überziehen, aber das habe ich die letzten Parts ja auch gemacht. Es bleibt halt nicht aus, wenn man hier ein bisschen trödelt, so wie ich manchmal. Aber ich will allerdings auch alles zeigen an Items, weil das ist wahrscheinlich schon interessant für euch. Oh, was war das eben? Irgendwelche Effekte, die ich noch ganz kurz auf mir hatte. Ich finde das so gut, dass man jetzt einfach mal alles öffnen kann, wenn man außen rum geht. Seht ihr mal, hätte ich das hier nicht gemacht, dann wäre alles... Für die Kerz. Wo ist denn der Typ? Oh, da ist er ja. Schweinebacke. Schweinebackenmann. Oh, ja.
nein. Nein. Jawohl. Gamaschen des Hohepriesters. Sehr gut. Okay, jetzt aber schnell rein. Mal gucken, was uns da jetzt fletschen will. Hohepriester Sullivan. Oh, den kennen wir doch, hä? Von dem haben wir schon öfter was gehört. Oh, der hat zwei Schwerter. Wow, gut, 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 gut. Das war echt blöd von mir. Ich wollte eigentlich nur trinken, aber dann habe ich gemerkt, ja, ist nicht wirklich. Okay, Leute, das soll reichen. Mehr habe ich mir auch nicht erwartet. Endlich mal wieder ein Boss, bei dem ich sterbe. Sehr cool, sehr cool. Schauen wir mal, was noch kommt. Ich danke auf jeden Fall fürs Zusehen und verabschiede mich bis zum nächsten Mal mit Dark Souls 3. Bis dann.